Aber ich habe auch diese Erfahrung nicht gemacht, dass ich mit einer Art Stalking in Berührung gekommen bin. Ich kann dir jetzt sagen, ganz kurz, weil ich will das halt nicht dazu sagen. Good evening, guys! Ich habe gerade so. Kinabi tayo ngayon dahil sa ating trabaho. At ngayon, guys, is maambon ang buong paligid, buong kalsada. So, dito medyo maigi, doon kanina kasi sa dinaanan ko. Talagang sobrang maambon, kaya naisip ko, sabi ko mag-vlog muna ako sa clip. Eh, kaya lang dito naman, hindi na masyado maraming, hindi na fog, lakas. Good evening, guys! Tayo ngayon ay alas 10:30 ng gabi at tayo nasa kalsada pa rin dahil sa ating trabaho. So, bundok ang ating dinadaanan, guys. At as you can see, ito yung mga kakahuyan sa gitna tayo ng forest. We are in the middle of forest. At ang ating radio ay German. So, ayan, medyo maambon na. Ayan, guys, nakita na natin medyo maambon. Kaya lang hindi masyadong makita sa camera kasi niya madilim. At ang ating radio naman ay German, kaya yun yan ang salita na namin dito sa Austria. Naiintindihan naman yan ng mga matagal na dito sa Austria. At yung mga Pinay na nasa Germany at sa Switzerland, maramihan sa kanila na nakaka-intindi ng German. Es hängt für mich wirklich mit Wertschätzung zusammen und ich würde mal sogar so weit gehen zu sagen, es hängt mit der Wertschätzung, die ich mir selbst gebe, zusammen. Wenn ich mich selbst nicht wirklich wertschätze und nicht so respektiere, kann ich auch den anderen nicht wertschätzen und respektieren und dann passiert mir sowas. Das Mindeste ist, wenn ich merke, der andere interessiert mich nicht oder nicht mehr, zu sagen, sorry, ich empfinde nicht dasselbe, was du empfindest und ich wünsche dir alles Gute. Das ist klar, aber das ist in Respekt und auch nicht verletzend. Und der andere weiß, worum es geht. Wenn der andere das dann aber dann nicht akzeptieren kann, dann ist natürlich der Fehler oder das Problem beim anderen. Aber ich zumindest würde sagen, das Mindeste, was ich tun sollte, ist, dem anderen zu sagen, sorry, für mich geht das nicht oder nicht mehr, ich empfinde nicht mehr oder überhaupt nicht das, was du empfindest und ich wünsche dir alles Gute, bitte gehen wir getrennte Wege. Ja. Also danke auf jeden Fall für die Story. Ich finde es auch immer total spannend, so aus anderen Generationsblickwinkeln das Thema zu sehen. Da würde ich gleich meine Expertin was dazu fragen, ob es da vielleicht tatsächlich, ja, das ist wirklich leichter ist heutzutage als damals. Gerne mit Talken hier 0771127711 zum Thema Ghosting. Haven't heard back in a couple of days. I'm in my bed texting you, hey, can I come over? Ganda ng music, guys, kailan magpagalita tayo ni Lolo, eh. Pinagday na naman tayo ni Lolo. Pero nakakatawa yung music kasi kahit pa paano nakawala yung alas. Mag-aalas 11 na kasi ng gabi eh. Kanina mga 9, natuklaan ako. Ngayon medyo maigi na naman kasi ang mga magagandang music na kakatulong sa akin. Ay naku, ayan na guys oh. Ay, may usa, may usa. Ayan, kita na ninyo. Guys, may usa. Ayan, may usa. Ay, may usa. Tapos.